59. Schon nach Hause? Ja, ich habe auf jemanden gewartet. Er ist nicht gekommen. Ist ja noch früh. Kaum 10. Noch nicht 10 Uhr? Ein Viertel vor 10. Nein, nein, ich gehe. Ich muss nach Hause. Und wenn Sie mit mir noch ein Glas Wein trinken? Einen schönen Rosé? Nicht? Wozu? Wozu? Ja, Sie sind gut. Es würde mir Spaß machen. Spaß? Ja, Spaß. Es wäre mir ein Vergnügen. Ich meine, das muss ich Ihnen doch nicht sagen. Sie haben doch sicher längst gemerkt, dass ich Sie hier sehr gern sehe. Nein, das habe ich nicht bemerkt. Sie waren noch nie allein. Und jetzt. Jetzt. Ergreife ich die Gelegenheit. Wenn Sie noch hier bleiben, ich mache pünktlich um 12 Schluss. Vielleicht schon etwas eher. Und Sie haben doch Zeit. Jetzt habe ich mich mal getraut. Wissen Sie, ich habe mir das vorgenommen, wenn Sie mal allein sind. Ja, und jetzt sind Sie allein. Nichts dagegen? In Ordnung. Noch ein Pilz, bitte. Ich sehe zu, dass ich früh fertig werde. So früh ich kann, ne? Okay. Was hat sie gemacht? Die hat jemand gestoßen. Die hat mir jemand vor den Wagen gestoßen. Ich habe den Mann gesehen. Er ist weggelaufen, da. Nach hinten, hier, um die Ecke rum ist er gelaufen. Meine Mutter hat das auch gesehen. Komm, komm. Mama, du hast das doch auch gesehen, gell? Ich habe die Frau gesehen. Sie stand am Straßenrand. Ich,
denk mir noch nach, die wird doch da stehen bleiben. Dennoch, ich hatte den Fuß schon auf der Bremse. Ich fahre seit mehr als 30 Jahren, ein alter Hase. Ich habe auf den Straßen meine Erfahrung gemacht. Ich habe ihn also auf der Bremse, den Fuß, vorsichtshalber. Da sehe ich plötzlich, wie die Frau fliegt und ein Kerl dahinter. So stand er da. Na, sag doch was. Sie hat es gesehen, so wie ich es gesehen habe. Eine alte Frau, Sie werden bemerken, dass sie keine Brille trägt, weil sie sie nicht braucht. Kommen Sie. Sag doch was, Mama. Na, kommen Sie, setzen Sie sich. Jetzt mal in aller Ruhe. So. Können Sie den Mann beschreiben? Schreiben? Natürlich kann ich das. Er war groß? Ob er groß war? Mittelgroß oder klein? War er kräftig oder schmal? Was hat er an? Überlegen Sie in aller Ruhe, Sie müssen ja nicht gleich antworten. Ich weiß es nicht. Hände und Gesicht waren nur weiße Flecke. Guten Abend, Kriminalpolizei. Wohnt hier Frau Helga Wichmann. Bitte, kommen Sie rein. Guten Abend. Guten Abend. Mein Name ist Derek, das ist der Klein. Wohnt hier Frau Helga Wichmann? Meine Schwiegertochter. Das ist ja der Ausweis. Ich muss Ihnen eine traurige Mitteilung machen. Ihre Schwiegertochter ist tot. Sie ist überfahren worden. Überfahren? Ein Unfall? Laut Zeugenaussage wurde sie vor ein fahrendes Auto gestoßen. Es ist Mord. Mama. Großer Gott. Entschuldigen Sie. Mord, sagt sie. Sie ist ermordet worden. Man hat sie vor ein Auto gestoßen. Wer hat das getan? Der Täter ist verschwunden. Wir haben auch keine Spur von ihm. Ich muss sofort Eberhard anrufen. Ihren Mann ist. Wie spät ist es? 10:12. Mein Sohn war heute Abend in Stuttgart. Er muss auf dem Weg hierher sein. Er hat Telefon im Wagen. Mein Notizbuch ist oben in meinem Zimmer. Hol es mal bitte. Ja. Mama? Ich verstehe nicht. Was sagst du? Helga, sprich lauter. Ich kann dich nicht verstehen. Weinst du? Was ist passiert? Ja, jetzt habe ich verstanden. Ja, ja. Ich kann in einer guten halben Stunde da sein. Die Herren sollen warten. Machen Sie schneller. Ich weiß nicht, wer dafür in Frage kommt. Fragen Sie mich nicht, ich weiß es nicht. Das alles ist mir fremd, das ist mir völlig fremd. Sie können von mir keine Auskünfte erwarten, die für Sie von Wert sind. Ja, Ralf, geh doch hin. Ist mir lieber, du gehst hinauf. Ich möchte auf Eberhard warten. Er muss doch gleich kommen. Aber ich will nicht, dass du auf ihn wartest.
Helga ist tot. Das weiß ich ja. Habe ich schon gehört. Wichmann, guten Abend, meine Herren. Guten Abend. Meine Mutter hat mich schon informiert. Wo ist es passiert? In der Amalienstraße vor einem Lokal. Der Täter muss draußen auf ihre Frau gewartet haben. Er stellte sich hinter sie und stieß sie auf die Fahrbahn. Sie war sofort tot? Ja, auf der Stelle, ja. Der Täter ist gesehen worden? Ja, von dem Fahrer des Wagens, der ihre Frau überfahren hat, und zwei, drei anderen Leuten. Dann muss eine Beschreibung vorliegen. Nein, die liegt nicht vor. Liegt nicht vor? Der Mann rannte davon. Nun, es war so ein Mann. Wenigstens das ist sichergestellt worden. Ja, das ist sichergestellt. Verstehen Sie, wir sind darauf angewiesen, etwas mehr über Ihre Frau zu erfahren, Ihren Umgang, Ihre Freunde, jede Kleinigkeit ist wichtig. Dieser Mord, naja, hat sicher eine Vorgeschichte. Bitte geh hinaus, Mutter. Ich möchte es gerne. Und nimm Ralf mit. Hast du gehört? Ja. Komm, Mutter. Sie haben recht. Der Mord hat sicher eine Vorgeschichte. Es ist nur logisch, dass Sie nach den Verhältnissen fragen. Nach... dem Umgang meiner Frau, fragten Sie. Sehr gut, sehr gut. Ich sehe, dass etwas zur Sprache gebracht werden muss. Ist wohl nicht zu vermeiden. Meine Frau hat nicht den Lebenswandel geführt, den ich mir wünsche. Sie hatte Liebhaber. Nicht einen, mehrere. Sie wechselte sie nach Belieben. Es tut mir leid, dies sagen zu müssen, aber es ist die Wahrheit. Ja, könnten Sie uns darüber ein bisschen mehr erzählen? Namen oder so? Bedauere, ich habe diese Eskapaden hinnehmen müssen. Ich habe es abgelehnt, Details zur Kenntnis zu nehmen. Mit Namen kann ich nicht dienen. Sagen Sie, hat Ihre Frau ein eigenes Zimmer hier im Haus? Ja, im ersten Stock. Können wir es sehen? Bitte. Sie kommen die Treppe rauf. Ich gehe mal raus. Bleib hier. Bitte, hier ist Ihr Zimmer. Wissen Sie, wo sie Ihre Schriftsachen aufbewahrt? Ein privates Telefonbuch vielleicht, Notizbücher, Tagebücher? Es tut mir leid, da kann ich Ihnen nicht helfen. Ich betrete dieses Zimmer seit Jahren zum ersten Mal wieder. Bitte, sehen Sie sich nur um. Sie ist tot. Zufrieden? Ein logisches Ende. Ein Ende, das ich erwartet habe. So oder so, es musste so kommen. Ich habe nie einen Zweifel gehabt, dass wer ein solches Leben führt, gewissen Konsequenzen nicht entgeht. Er muss sie auf sich nehmen. Das ist alles, was du dazu sagst. Mehr fällt mir tatsächlich nicht ein. So sehr hast du sie gehasst. Nein, von Hass kann man nicht reden. Hass ist es nicht. Gibt es noch was zu essen? Du willst jetzt was essen? Ich mach dir was. Schinken mit Eier? Oder möchtest du ein Steak haben? Ja, komm hinten. Eberhard. Ja, Mama? Ich habe hier was. Ein Kalender. Jetzt die Verabredung eingetragen. Robert, 16 Uhr. Aha, der kommt gleich öfter vor. In Abwechslung mit einem Werner H. Punkt. Jede Menge Namen sind hier drin. Adressen dabei? Nee, nur Telefonnummern.
War kein Tag, kein Abend ohne eine Verabredung. Hätte er wirklich nichts ausgelassen. Hier ist ein Foto von mir. Aber in Friedchen sieht es ja nicht aus. Aber jede Menge Verehrer. Und ihren Mann interessiert das überhaupt nicht. Den Eindruck hatte ich allerdings auch. Na? Schmeckt's? Ja, sehr gut. Ich habe gar nicht gewusst, wie gut du dich in der Küche auskennst. Na ja. Was möchtest du denn trinken? Orangensaft? Nein, gib mir ein Mineralwasser. Ja. Eintragung drin, Verabredung, Männernamen. Ja, eigentlich nur Männer. Ja, und? Ist das etwas Besonderes für Sie? Glauben Sie, da etwas ungeheuer Wichtiges entdeckt zu haben? Ja, es sind Ihre Liebhaber, glaube ich. Nehme ich an. Das kann durchaus sein. Aber ich weigere mich, dies in einem abwertenden Sinne zu sagen. Meine Schwiegertochter hätte das nicht verdient. Nicht nach ihrem Wesen, ihrem Charakter. Ich habe sie geschätzt. Sehr geschätzt. Entliebt. Und das Ende ist schrecklich. Wie war eigentlich das Verhältnis zwischen Ihrer Schwiegertochter und Ihrem Sohn? Verhältnis? Sie hatten keins. Verstehen Sie mich recht? Es war keine Beziehung, wie sie sein sollte. Das ganz sicher nicht. Sagen Sie, wenn das alles Liebhaber sind, dann das hat Ihr Sohn einfach so hingenommen? Bitte. So. Na? Haben Sie gefunden, was Sie interessiert, Sie weiterbringt? Ja, wir haben unter anderem ein Notizbuch gefunden mit Telefonnummern und Namen. Ja, sie hatte immer die Neigung, alles aufzuschreiben. Namen und Telefonnummern, sagen Sie, das wird Ihnen sicher weiterhelfen. Sie waren auf dem Wege von Stuttgart nach München während der Tatzeit. Ja. Was sich belegen lässt. Entschuldigen Sie. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Hätte mich gewundert, wenn Sie nicht danach gefragt hätten. Ich war mit Chauffeur unterwegs. Er wohnt drüben im Gartenhaus. Sie erlauben? Es ist Ihnen sicher aufgefallen, dass ich nicht besonders erschüttert bin. Das bin ich wirklich nicht. In gewisser Weise ist dieses Ereignis für mich so etwas wie eine Lösung. Lösung eines Problems. Ich befand mich in einer unmöglichen Situation. Die nun bereinigt ist. Bereinigt? Das ist eine sehr kaltblütige Feststellung. Ja, das mag sich so anhören. Aber so ist es nun mal. Er hat ein Alibi, Harry. Ich kenne einige, die eins haben. Na, und sein Fahrer? Na und?
Herr Robert Berger? Ja? Die Kriminalpolizei. Können wir mal mit Ihnen reden? Worum geht's denn? Wo waren Sie gestern Abend um 10? Wo ich war? Da, wo Sie waren, wo Sie sich aufhielten. Ja, was ist denn los? Ja, wir bräuchten eine Antwort. Ja, ich war zu Hause. Gegen 10, sagten Sie? Ja. Ja, da war ich in meiner Wohnung. Hören Sie mal, das muss doch einen Grund haben, wenn Sie mich fragen, wo ich war. Ja, den gibt's natürlich. Gestern Abend um 10 Uhr ist Helga Wichmann ermordet worden. Frau Kehler? Frau Kehler! Das ist meine Wirtin. Sie ist leider nicht da, aber sie wird bezeugen können, dass ich gestern Abend hier war. Wo ist Ihr Zimmer? Ja, gleich hier. Kommen Sie doch bitte. Tja, ich war die ganze Zeit hier. Ich bin nur mal kurz runtergegangen, um ein Bier zu trinken. Das war so gegen 9 Uhr, glaube ich. Ich bin aber gleich wieder zurückgekommen. Ich stecke ja mitten in der Prüfung und wollte mich vorbereiten. Ja, ich war gestern Abend hier um 10. Da, auf dem Stuhl da habe ich gesessen. Frau Wichmann war Ihre Freundin. Hat das gesagt? Basis, was ist nicht? Ach, ja, ich kenne sie. Wenn es überhaupt die ist, die Sie meinen, die ich meine. Die meinen wir. Ja, das. Das ist sie. Ihre Geliebte. Das ist übertrieben. Und sie wochenlang nicht gesehen. Sie haben sich doch am Dienstag gesehen. Und eine Woche davor am Donnerstag. Also kann das nicht ganz stimmen, was Sie da eben gesagt haben. Dienstag? Donnerstag? Vor 8 Tagen, vor 13 Tagen. Wir haben hier Ihr Notizbuch. Ach ja, richtig, ja. Das habe ich total übersehen. Ja, ich habe Sie getroffen, aber nur ganz kurz. Ein paar Minuten. Ich habe doch längst Schluss gemacht mit ihr. Gestern war Montag, Harry. Ja. Schau mal nach unter Gäste. 21 Uhr, R. R. Wie, Robert? Gestern 9 Uhr. Okay. Ja, sie wollte, dass ich mich mit ihr treffe. Sie hatte angerufen. Sie ließ irgendwie nicht locker, obwohl ich ihr gesagt habe, Helga, es hat keinen Zweck, ich komme nicht. Ich bin auch nicht gekommen. Ich habe nichts für sie empfunden. Jedenfalls nicht sehr viel. Sie war ganz amüsant, ja. Wissen Sie, wenn einem da so Angebote gemacht werden, da sagt man nicht nein. So muss man das sehen, als eine Geschichte, die man eben so mitnimmt. Mehr war da nicht. Ich schwör's Ihnen. Das ist meine Wirtin. Gut, dass Sie kommen, Frau Kehler. Da ist Polizei. Kriminalpolizei, ich muss erklären, wo ich gestern Abend um 10 war. Ich war doch hier, das können Sie doch bestätigen, nicht wahr? Guten Tag, Frau Kehler, mein Name ist der Alp, das ist der Clan. Guten Tag. Wo er war? Ja, gestern Abend um 10. Tja, warum wird denn danach gefragt? Geht das noch in Albi? Stellen Sie sich vor. Ja, in welchem Zusammenhang denn? Es ist ein Mord passiert, es wird ein Mörder gesucht. Verrückt, was? Naja, diese Leute tun nur ihre Pflicht. Sie stellen die Frage ordnungshalber, wissen Sie. Um 10? Gestern Abend? Ja, ja. Ja, also in Ihrem Zimmer war Licht und das Radio hat gespielt. Na bitte? Aber ob Sie da waren, das weiß ich natürlich nicht. Sie haben schon mal das Licht brennen lassen und das Radio spielen lassen und Sie waren nicht da. Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich Ihnen damals große Vorwürfe gemacht habe. Frau Kehler, sicher, das ist schon mal vorgekommen. Aber seitdem lösche ich immer das Licht, wenn ich weggehe. Ich war da gestern. Guten Tag, Herr Hess. Nein. Ja, bitte. Kriminalpolizei. Wir hätten Sie gern gesprochen. Ja, was ist denn? Im Zusammenhang mit dem Tod von Helga Wichmann. Was? Helga Wichmann ist tot? Ja, sie ist ermordet worden. Wir haben ein paar Fragen an Sie. Um Gottes Willen, ermordet worden? Ja, gestern Abend. Was heißt ermordet? Was ist denn passiert? Nee, können wir reinkommen? Ja, steht da bitte. Entschuldigen Sie, meine Herren, meine Frau ist im Haus. Sie sollte vielleicht nicht wissen, weswegen Sie kommen. Ich bitte Sie. Ach, Margot, ich hatte ganz vergessen, dass ich noch Besuch erwarte. Bitte, meine Herren. Geschäftsfreunde. Kommen Sie.
Nehmen Sie doch Platz. Entschuldigen Sie, dass ich da eine Ausflucht gebraucht habe. Warum? Warum haben Sie eine Ausflucht gebraucht? Warum? Warum? Wollte erst wissen, was passiert ist. Frau Wichmann tot? Sie waren also mit ihr bekannt? Ja, ich wurde ihr bei einer Gesellschaft vorgestellt, das ist richtig. Das ist der Kalender der Toten. Ihr Name kommt da mehrmals vor. Mehrmals vor? In welchem Zusammenhang? Verabredungen. Sie haben sie öfter getroffen. 6, 7 Mal. Sie war ihre Geliebte, nicht wahr? Ja, um Gottes Willen, wie kommen Sie denn darauf? Steht das da? Wenn das da steht, dann ist das unzutreffend. Ganz und gar unzutreffend. Sie waren einmal über Nacht mit ihr in Innsbruck. Innsbruck? Sie haben mit Frau Wichmann in einem Zimmer übernachtet, was uns auf Anfrage bestätigt wurde. Schön, war schön. Gut also. Gut, aber das Verhältnis hat nicht lange gedauert. 6, 7 Mal, das ist richtig. Mehr nicht, länger nicht. Das ist vorbei. Schon lange vorbei. Die letzte Eintragung ist 14 Tage alt. Wie schreibt das auf? Ist sie verrückt? Hören Sie, ich erkläre nochmal, ich habe mit der Frau nichts zu tun gehabt. Schön, ich bin ein paar Mal mit ihr ins Bett gegangen, weil sie das so wollte. Die hat ja nicht locker gelassen. Und wenn man einem Mann solche Avancen macht, greift er doch zu. Ne? Oder? Was meinen Sie, was ich durchgemacht habe in der Zeit? Immer in der Angst, dass meine Frau dahinter kommt. Und deshalb habe ich auch zu Helga gesagt, Schluss jetzt, Schluss. Ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr. Wo waren Sie gestern Abend um 10 Uhr? Fragen Sie tatsächlich danach? Mhm. Hier, in diesem Haus, an diesem Schreibtisch. Eine klare Frage. Gott sei Dank kann ich eine klare Antwort darauf geben. Kann jemand bestätigen, dass Sie hier waren? Ja, meine Frau. Soll sie das bestätigen? Ja, das sollte sie. Das muss sie. Aber Sie begreifen doch, in welche Schwierigkeiten Sie mich bringen. Wie soll ich ihr erklären, warum Sie nach meinem Alibi fragen? Der Name Wichmann darf nicht fallen. Unter keinen Umständen darf sie diesen Namen hören. Wollen Sie mich unglücklich machen? Ich habe Ihnen doch erzählt, ich hatte längst Schluss gemacht mit ihr. Das haben Sie doch gehört. Das müssen Sie zur Kenntnis nehmen. Mit dieser Frau verband mich nichts. Absolut nichts. Außer dem Vergnügen, aber das darf man doch nicht überbewerten. Wir möchten mit Ihnen sprechen. Kriminalpolizei. Sie sind Herr Lüssmann. Ja, da bin ich. Worum geht's denn? Können wir irgendwo miteinander reden? Ja, kommen Sie. Reicht Ihnen das? Ja, ist schon in Ordnung. Sie kennen Frau Helga Wichmann? Ja, die kenne ich. Können Sie ihretwegen? Ja. Ist da was passiert? Hat der Mann Sie umgebracht? Der Täter ist noch unbekannt. Wie? Wie meinen Sie das? Wollen Sie damit sagen, dass Helga Wichmann... Helga Wichmann ist tot, ja. Und ich denke, ich mache da einen Scherz. Sie ist tot? Ja, sie wurde ermordet. Wie kommen Sie dazu zu sagen, hat Ihr Mann sie umgebracht? Um Himmels Willen, legen Sie das nicht auf die Goldwaage. Das habe ich nur so dahin gesagt. Ermordet? Ihr Name steht im Tagebuch der Toten. Mehrfach. Das lässt also den Schluss zu, dass Sie eine Beziehung zu ihr hatten, oder? Beziehung? Ja, wir vermuten, dass sie Ihre Geliebte war. Ja, das war sie. Eine Zeit lang. Aber
Es hat sich nicht gelohnt. Was hat sich nicht gelohnt? Es kam nichts dabei raus. Wissen Sie, ich war da mal eingeladen als Klavierspieler. Große Gesellschaft, als einflussreiche Leute. Ich dachte, da kriegst du ein paar Verbindungen, die man nötig hat. Das hier mache ich ja nur, um mich über Wasser zu halten. Ja, ich habe mir ein paar Hoffnungen gemacht, das will ich sagen. Aber geschäftlich kam da nichts dabei heraus. Also nochmal, warum haben Sie gesagt, hat Ihr Mann Sie umgebracht? Aber ich habe diesen Typ kennengelernt. Der ist eiskalt, der Typ. Ich gebe zu, wenn der mich angesehen hat, ließ es mir kalt über den Rücken. Und ich meine, dem traue ich es zu. Hat Herr Wichmann seine Frau irgendwann mal in ihrer Gegenwart bedroht? Nicht, dass ich wüsste. Wenn ich sage, ich traue es zu, dann ist das eine Meinung, die ich habe. Weiter nichts. Wo waren Sie gestern Abend um 10 Uhr? Wo ich gestern Abend um 10 Uhr war? Ist das die Mordzeit? Mhm. Sie machen aber Spaß. Glauben Sie vielleicht, ich habe Sie umgebracht? Dazu müsste ich doch erst mal einen Grund haben. Und ich habe doch... Wo waren Sie? Mensch, Sie verwickeln mich wirklich in Schwierigkeiten. Wo war ich denn? Ja, wo war ich? War... Ja, ich glaube, ich war unterwegs. Ja, ich hatte gestern meinen freien Tag. Da gehe ich abends gern ein bisschen spazieren, Luft schnappen. Haben Sie einen Zeugen dafür? Zeugen? Zeugen? Muss man heutzutage einen Zeugen mitnehmen, wenn man spazieren geht? Ich weiß nicht. Ich komme mit dem Typ nicht klar. Was meinst du? Warum hat die so viele Liebhaber? Und die es alle nicht wert sind. Die es alle nicht wert sind? Naja, also die Herren, die wir da kennengelernt haben, die waren ja wohl nicht so besonders, oder? Nee. Ach so, du meinst die Frau... Ich kann es schlecht beschreiben. Ich meine, sie sieht ja ganz nett aus, aber viel war sie wohl auch nicht wert. Na, Vorsicht. Vorsicht mit Meinungen über Menschen. Sie interessiert mich. Ich würde sie gerne richtig kennenlernen. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie in unser Casino gebeten habe. Guten Tag, Herr Wichmann. Aber hier ist unsere Zeit niemand. Außer der Bedienung natürlich. Darf ich Ihnen was anbieten? Danke, nein. Bitte. Na, sind Sie die Namen, die Telefonnummern durchgegangen und schon fertig damit? Da müssen Sie sehr fleißig gewesen sein. Wir haben ein paar dieser Leute... Sagen Sie nur Liebhaber. Nehmen Sie keine Rücksicht, das ist wirklich nicht nötig. Wie ich schon sagte, wir haben ein paar dieser Leute kennengelernt. Und ich frage mich... Was fragen Sie sich? Was für eine Beziehung zwischen Ihnen bestanden hat. Zwischen Ihnen und Ihrer Frau. Die war ziemlich gestört. Was ja nur logisch ist. Ich habe festgestellt, mitbekommen, dass Sie Auskünfte über mich einholen. Was ich verstehe, nichts dagegen. Sie stellen sich ein Bild zusammen von den beteiligten Personen. Drücke ich das richtig aus? Ja, das ist richtig. Nun, dann werden Sie erfahren haben, dass ich sehr altmodisch bin. Konservativ. Dass ich bestimmte Ehebegriffe habe, die unantastbar sind. Dazu gehört die Familienehre, die Reinheit der Ehe, absolute Treue. Ja, wenn Ihre Frau dagegen verstoßen hat, warum haben Sie sich dann nicht scheiden lassen? Scheidung? Es gibt keine Scheidung. Dieser Begriff existiert für mich nicht. Eine Ehe hört erst auf mit dem Tod. Ja, mit dem Tod. Ja. Das ist ein sehr extremer Standpunkt. Ich weiß. Gewöhnliche Standpunkte... Jedermanns Standpunkte sind mir zuwider.
Tag. Tag. Ihr Ralf, bleibt doch draußen. Bitte. Ja, gut. Ich kenne die Leute, die hier erwähnt sind. Nicht alle, aber einige. Ja, sie sind mir bekannt. Einige hat sie hier im Hause kennengelernt. Sie war ganz offen zu mir. Sie machte kein Geheimnis daraus. Ja, wie soll ich sagen? Aus dem Hunger nach Zärtlichkeit. Das wird alles so leicht missverstanden. Vielleicht auch von Ihnen. Haben Sie den Stab über Sie gebrochen? Nichts wäre falsch. Wir sind keine Moralapostel, Frau Wichmann. Wie war sie? Wir würden es gerne wissen. Wie sie war. Wenn ich an sie denke, sehe ich sie laufen und lachen. Immer in Bewegung, immer voller Freude. Mit der Sehnsucht danach, sich zu freuen. Sie war ein ungewöhnlich zärtlicher Mensch. Mit einem großen Bedürfnis nach Zärtlichkeit. Ein Bedürfnis, das wir alle haben. Frauen sicher mehr als Männer. Sie hat es in besonderem Maße. Was mir gefiel. Sicher, weil ich ähnlich dachte. Ja, das war es wohl, was meinem Sohn nicht gefiel. Er sagte zu mir: Ich möchte nicht, dass sie sich wie ein Kind benimmt. Wie ein Kind? Ja, sie wirkt naiv. Es ist Naivität, sich in dieser Weise zu benehmen, so viel Gefühl zu zeigen. Du hast keinen Grund, das zu unterstützen, du nicht. Aber es war ihre Natur. Sie konnte nicht anders. Ihre Natur war Bewegung, Musik, Gefühl. Entschuldigte sich für das, was doch nur natürlich war. Sie bekam, kaum zu glauben, ein schlechtes Gewissen. Sie begann sich selbst zu kritisieren. Sie verlor ihre Unbefangenheit. Sie veränderte sich, weil sie keinen Fehler machen wollte. Entschuldigst dich doch. Zitterst du? Natürlich zitterte sie. Ein Mensch, der aus dem Konzept gebracht wurde. Aus einem eigenen natürlichen Konzept. Helga, du meinst ja. Was ist? Sie sagte, es beteuerte. Ich habe keinen Grund. Ich weiß nicht, warum ich weine. Ich weine ganz grundlos. Was ist das nur? Sie versuchte, das zu tun, was ihre Pflicht war. Was mein Sohn für die Pflicht einer Ehefrau hielt. Er wollte sie beherrscht, bis in die Fingerspitzen. Kühl, distanziert. Einen gewöhnlichen nichtssagenden Unsinn redend. Wofür sie nicht geschaffen war. Du warst sehr gut heute. Und du sahst gut aus. Du warst nur zu stumm. Man kann dir das als Gleichgültigkeit auslegen. Gleichgültigkeit gegenüber den wichtigen Leuten. Das kann mich Geld kosten. Diese Empfänge sind ein Teil meines Geschäfts. Verstehst du? Hast du mich verstanden? Ja, Eberhard. Ihr Sohn hat wenig Herz. Keins. Er ist nur einmal so. Es werden Leute ohne Herz geboren. Tüchtige Leute. Tüchtig ist er zweifellos.
Nicht gesehen, nicht begriffen, dass Helga an seiner Seite so nicht leben konnte. Man kann nicht leben. In einer Ehe leben, wenn man nicht etwas bekommt. Liebe bekommt. Ohne Liebe. Was passierte, war ganz natürlich. Im Nebenraum wird getanzt. Haben Sie Lust? Ja, sehr gern, natürlich. Muss nur irgendwie mein Glas loswerden. Sie hat mir auch erzählt, wie sie den Studenten kennengelernt hat. Baby! Baby! Baby, kommst du her? Baby! Baby! Jemand, der vor Ihnen wegläuft? Na, warten Sie. Ich hole ihn. Der Klavierspieler. Kommt der nicht auch vor? Sie hat jedem Lächeln geglaubt. Ich denke, ich bin es ihr schuldig, dass ich versuche, ihr Verhalten verständlich zu machen. Ob ich damit Erfolg habe oder nicht. Sie haben da eben eine Beschreibung Ihrer Schwiegertochter gegeben, aber auch von Ihrem Sohn, von dem Sie sagen, dass er kein Herz hat, keine Empfindung, und der es immer gewöhnt ist, seinen Willen durchzusetzen. Kann man das so sagen? Tja, so kann man das sagen. Und Ihr Sohn hat es einfach so hingenommen, dass seine Frau ihn betrügt? Er hat es nicht so einfach hingenommen. Natürlich nicht. Es hat da eine entsetzliche Szene gegeben. Geh nicht hinein, bitte geh nicht. Er weiß Bescheid. Ich glaube, er hat etwas erfahren. Aber er hat mich doch gerufen. Ich muss. Du musst nicht. Geh nicht hinein. Er hat mich doch gerufen. Und ich sage dir, Helga! Geh nicht. Verhindert, dass er sie damals schon getötet hat. Dass er sie damals schon getötet hat? Tag, Eberhard. Die Polizei ist da. So, die Polizei ist da. Was will sie denn? Sie sprechen mit Mama. Na schön. Sie sind im Wohnzimmer. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag, Herr Wichmann. Guten Tag. Sie vernehmen meine Mutter? Wir haben uns unterhalten. Ich habe nichts dagegen. Ich frage mich nur, was Sie sich davon versprechen. Oder konnten Sie etwas sagen? Konnten Sie etwas anfangen mit dem, was Sie sagten? Ich habe keine Zigaretten. Bring mir mal eine Zigarette. Ja, gerne. Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet. Konnte meine Mutter etwas zur Aufklärung beitragen? Sie haben Ihre Frau mal mit einer Pistole bedroht.
Ja, ja, das ist richtig. Ich erinnere mich nur ungern daran. Ich verzeihe es mir nicht, beinahe die Fassung verloren zu haben. Was nicht meiner Art ist. Ziehen Sie Schlüsse daraus? Natürlich ziehen wir Schlüsse daraus. Ja, nur meine Frau wurde nicht erschossen, sie wurde vor ein Auto gestoßen. Ja, aber Sie können doch nicht bestreiten, dass Sie schon mal den Wunsch hatten, Ihre Frau zu töten. Ein Verbrechen, jemand den Tod zu wünschen? Dieses Verbrechens hat sich wohl jeder schon mal schuldig gemacht. Vielleicht auch Sie. Denken Sie mal darüber nach. Musstest du das loswerden? Die ganze Zeit habe ich mich gefragt, ob sie es wohl sagen wird. Wie konnte ich nur daran zweifeln? Natürlich musstest du das loswerden. Du bist auf einem Weg, den du nicht zu Ende gehen solltest. Ich gebe dir einen guten Rat. Du bist auf einem Weg, den du nicht zu Ende gehen solltest. Ist aber ein anspruchsvoller Satz. Das kann man wohl sagen. Was meint er damit? Er ist voll Hass. Voll Hass gegen zwei Frauen. Er hat seine Frau gehasst und länger noch seine Mutter. Das könnte sein. Gebhard? Einen Augenblick, bitte. Mama, Telefon! Die Polizei, Herr Derek. Ja, bitte? Darf ich Ihnen ein paar persönliche Fragen stellen? Nach Ihrer Ehe, ja. Einen Augenblick. Ralf, bitte lass mich allein. Ja. Warum fragen Sie danach? Ja, ich war zweimal verheiratet. Ich bin geschieden worden, ja. Wie? Ja, das Verschulden lag bei mir. Mein zweiter Mann ist vor einigen Jahren gestorben. Guten Tag, Frau Wichmann. Es ist nett, dass Sie gekommen sind. Nehmen Sie Platz. Ich habe doch hier gedacht. Möchten Sie etwas trinken? Ein Kaffee, bitte. Einen Kaffee, bitte. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie bat, hierher zu kommen, aber das ist sehr wichtig. Meine Geschichte. Mein Leben. Naja, wir kennen ja nun die Einstellung Ihres Sohnes. Er hat sie deutlich genug zu verstehen gegeben. Ihr Sohn Eberhard, der stammt aus der ersten Ehe, nicht wahr? Er hat mir die Scheidung von meinem Mann nie verziehen. Er blieb bei seinem Vater, bis der starb. Ralf ist aus der zweiten Ehe, nicht wahr? Ja. Auch ich habe meinen Mann betrogen. Wenn man das Wort unbedingt gebrauchen will. Und aus den gleichen Gründen wie Helga, mein Sohn betrogen hat. Kann man zu zweit leben und doch allein sein? Das geht nicht. Woran rühren Sie? Eberhard zog zu mir, aber er gab seinen Vorbehalt nie auf. Er hat mir nie verziehen, dass ich seinen Vater verlassen habe. Ich habe einige Versuche gemacht, seine Liebe zurückzuholen. Ohne Erfolg. Wollten Sie das wissen? Warum? Ihr Sohn hat Ihnen also nie verziehen. Es liegt nicht in seinem Charakter, etwas zu verzeihen. Ja, danke sehr. Ich habe alles notiert. Gut. Also, Elisabeth Wichmann, geborene Stein. 1938 heiratete sie den Kaufmann Albert Wichmann. 1955 wird sie geschieden, schuldig geschieden. Ihr Sohn Eberhard war damals 14 Jahre alt. Noch im gleichen Jahr heiratet sie einen gewissen Walter Gebhardt. Gebhardt? Starb vor 10 Jahren. Ja, wieso Gebhardt? Ich meine, sie nennt sich doch Wichmann. Ihr Sohn Eberhard bestand darauf, dass sie sich wieder Wichmann nennt. Aber was steht denn in Ihrem Pass? Das sieht Ihnen doch nicht. Seine Mutter heißt Wichmann.
Die zweite Ehe seiner Mutter hat er gar nicht zur Kenntnis genommen. Ja, ist das interessant für uns? Ich meine, für den Mordfall? Nein, ich denke. Glaub schon. Steffen, das sind irgendwelche Familiengeschichten, aber wir brauchen den Mörder. Na, schließlich ist hier jemand dagestanden. Hat sie vors Auto gestoßen. Und den brauchen wir. Tag. Guten Tag, Ralf. Können wir reinkommen? Ja, bitte. Danke. Aber mein Bruder ist nicht da. Ist Ihre Mutter da? Ja, sie ist da. Wir möchten noch einmal mit Ihnen sprechen. Ja, bitte. Ihr Sohn Eberhard, der hat aber Ihre zweite Ehe gar nicht zur Kenntnis genommen. Das ist richtig, nicht wahr? Ja, so kann man das ausdrücken. Gut. Jetzt habe ich eine Frage. Hat er Ralf akzeptiert? Ich meine, hat er ihn als seinen Bruder akzeptiert? Ralf als seinen Bruder akzeptiert? Mhm. Nein. Er hat ihn niemals behandelt wie einen Bruder. Das ganz gewiss nicht. Er ist nicht unfreundlich zu ihm, aber er behandelt ihn wie einen Domestiken. Warum erkundigen Sie sich danach? Ralf mag seinen Bruder. Ja, er mag ihn. Er mag ihn sogar sehr. Er hängt an ihm. Ralf hängt an seinem Bruder. Ja, er hat immer gekämpft um... Um seine Anerkennung. Um seine Anerkennung, um... Um seine... Seine Liebe. Könnte man sagen, dass er alles dafür tun würde, ich meine, um diese... Diese Anerkennung, diese Liebe zu erlangen. Was wollen Sie denn damit sagen? Worauf wollen Sie denn hinaus? Ja, glauben Sie denn, dass... Ja, Sie glauben doch nicht, dass... Wo war Ralf am Mordtage abends um 10? Wissen Sie, wo er war? War er zu Hause? Er war... Nein, er war... Zu Hause war er nicht. Die von der Polizei sind schon wieder da. Ah, sind wieder da? Ralf? Ja? Kommen Sie mal bitte. Ja, gerne. Wir wissen, dass Sie an dem Abend, an dem Helga starb, nicht zu Hause waren. Wo waren Sie? Also, wo waren Sie? Wo waren Sie? Antworten Sie. Haben Sie Helga vors Auto gestoßen? Waren Sie das? Wissen Sie, ich bin möglicherweise der Anlass dazu, dass der Junge sich so hat hinreißen lassen. Zu einer Tat, mit der ich nicht einverstanden bin. Natürlich nicht einverstanden bin. Ich erzählte ihm einmal, wo sich Helga mit ihren Liebhabern trifft, dass ich sie dort einmal gesehen habe. Und damit wohl seine Fantasie in Gang gesetzt. Ich war sehr aufgeregt. Ich erzählte ihm, wie gesagt, von dieser Begegnung, diesem Zusammentreffen vor dem Lokal. Ich sagte ihm, dass ich mit dem Gedanken gespielt habe, sie, die mich nicht sah, die mir den Rücken zukehrte, auf die Straße zu stoßen. Diese Worte,
die ich heute natürlich bereue, müssen bei ihm etwas bewirkt haben mit dem Ergebnis, dass er eben dies getan hat. Er wartete, bis meine Frau das genannte Lokal verließ, stellte sich hinter sie und stieß sie vor das Auto. Er hat es mir übrigens sofort erzählt. Ich weiß nicht, auf welchen Gedanken meine Mutter gekommen ist, dass sie auf mich schießen wollte. Ich bitte ihr, das nachzusehen. Eberhard! Eberhard!